Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Hier ist wieder Kip Supernova. Wir spielen wieder Splatoon. Natürlich war ich beim Splatfest wieder dabei. Und zwar das Splatfest unter dem Motto, wie verbringt ihr eure Feiertage oder eure Festtage mit Freunden, mit Familie oder alleine? Und ich weiß, das Splatfest ist jetzt schon lange zu Ende und ihr wisst auch schon das Ergebnis schon und so weiter und so fort. Aber ich hatte meine Gründe, warum ich nicht Just-in-Time-Videos machen konnte und die dann auch zeigen konnte. Deswegen habe ich mich entschieden, weil ich in den Kommentaren schon gebeten wurde, mehr Splatoon-Content oder überhaupt mehr Content. Und dieser Content kommt jetzt und ich werde ihn aufteilen. Ich werde den Anfang, also bevor das Splatfest anfing, euch zeigen, was ich da gemacht habe. Dann die Highlights aus dem Splatfest und zum Schluss das Ergebnis und ein Fazit. Also praktisch eine Trilogie und das ist jetzt Teil 1. Los geht's! So, und da sind wir auch schon mittendrin im Geschehen. Ihr seht, diesmal ein bisschen anders. Da die ja fast immer das Gleiche reden, brauche ich das nicht jetzt immer wieder vorlesen. Und hier wird natürlich das neue Splatfest angekündigt. Es ist ja auch die Frosty Season. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis, aber darüber sprechen wir gleich. Hier wird es jetzt ganz spannend gemacht. Die Splatfest-Ankündigung. Bam! Ich muss zugeben, ich bin von dem neuen Splatfest, das erste im Jahr 2024, auch ein bisschen überrascht worden. Ich war da jetzt auch nicht so auf dem Laufenden gewesen, weil ich hatte, wie gesagt, andere anderes zu tun. Und zwar, mit wem verbringst du gerne die Feiertage oder die Festtage, ne? Also mit Freunden, Familie oder alleine. Ich bin ganz ehrlich, Festtage, ist damit jetzt Weihnachten oder Ostern oder was ist damit gemeint? Ich denke mal, es ist Weihnachten gemeint. Oder überhaupt festliche Tage. Und ich persönlich bin der Meinung, mit Freunden und Familie und sowohl aber auch solo. Also es kommt darauf an, was man eben immer so vorhat. Ich finde Weihnachten könnte ich niemals alleine feiern. Es gibt aber auch Momente, wo man alleine sein möchte. Und es gibt auch Momente, wo man mit Freunden vielleicht was unternimmt. Deswegen, das ist eine enorm schwere Frage. Das kommt natürlich auch auf die Lebensumstände an. Es gibt ja auch Leute, die haben keine Familie. Es gibt auch Leute, die haben keine Freunde. Aber ich habe mich schon, eigentlich jetzt schon entschieden, weil ich einfach alles drei wichtig finde, war bei mir natürlich die Farbe entschieden. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, ein Zuckerbäcker-Buffet. Ja, ein Zuckerbäcker-Buffet, nicht schlecht. Wenn auch nicht gerade sehr gesund, aber wer braucht schon Gesundheit, wenn es ums Spielen geht? Naja, gut, jetzt rede ich ein bisschen bescheuert rein, aber ich kann euch was zu dem Thema Gesundheit und Zucker vielleicht gleich erzählen. Nämlich, wenn es ein besonderes Ereignis gibt oder Event gibt, dann in Anführungszeichen lebe ich auch nicht gerade so gesund. Das erzähle ich aber gleich, wenn wir spielen. Ja, das auch. Es hat auch wieder ein Update gegeben. Ich finde es insgesamt am besten, jetzt hier bei Splatoon 3, dass nicht so ewig lange um den heißen Brei geredet wird, sondern sie kommen ein bisschen schneller zu Potte. Es wird auch nicht zu jeder Arena immer wieder dann irgendetwas kommentiert und gesagt, oh ja, da hatte ich mal das und das erlebt und hin und her und tralala. Das ist nämlich mit der Zeit auch immer wieder das Gleiche. Natürlich darf auch die Werbung nicht fehlen. Hier auch mal die Werbung für planetpub.space ist hier unten eingeblendet. Und ja, und los geht's. Ja, und los geht's. Wir sind mitten im Spiel. Ihr seht hier gerade, hier wurde natürlich kräftig aufgebaut. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon angekündigt, die Feuerwehrhelmstaffel ist momentan noch im Spiel, im Laufen. Ihr seht ihr meinen Feuerwehrhelm, den habe ich mir in der Berg GmbH wohl verdient, sauer verdient sozusagen. Salmon Run steht natürlich dieses Jahr auch wieder auf dem Programm. Und ich werde den Feuerwehrhelm das ganze Splatfest übertragen, sowie auch die roten Sonic-Schuhe. Und bevor ich meine Wahl treffe,
mein Team-Wahl treffe. Erstmal ein bisschen rumsplatten, erstmal ein bisschen spielen. Und der Kampf beginnt schon, weil wenn man das Team sich ausgesucht hat, hat man schon das Splatfest-Shirt an, wo ist ein Zungenbrecher. Und ich möchte aber mit dem, mit meiner coolen Jacke hier wenigstens nochmal eine Runde rumsplatten. Gelb gegen Blau. Wunderbar schöne Kontrastfarben. Ja, was wollte ich vorhin erzählen? Wegen gesunden, ungesunden Essen. Also ich rate, kann nur jedem raten und jeder raten, sich gesund zu ernähren. Das ist natürlich selbstverständlich. Das ist eigentlich etwas, was man gar nicht groß erklären oder begründen muss, wie, weshalb, warum. Aber wenn besondere Ereignisse sind, dann kann man auch mal alle Flüge gerade sein lassen. Und was bei mir, was ich immer mache, wenn es Splatfest ist, das ist ja immer ein Wochenende, oder ein anderes Event ist, was zum Beispiel, wenn Schläferz läuft, was ja zum Glück, es ist zwar auf Nitro, aber auf Nitro, es ist zwar auf Tele 5 abgesetzt, aber es geht ja auch nicht weiter mit Schläferz, dann ist bei mir, Cola, Energy Drinks, Chips und Pizza am Start. Ja, also da gebe ich mir es dann immer so richtig. Wie gesagt, wenn es Splatfest ist, habe ich immer irgendetwas, Cola oder Energy-Drink-mäßiges neben mir stehen. Manchmal ja auch. Manchmal auch die Chips-Tüte oder die, was auch immer, Knabbertüte. Aber es muss eben richtig gewürzt, richtig würzig, salzig sein. Und dann die Pizza davor oder danach, wie auch immer. Ich habe ja noch nie so ein richtiges Splatfest-Wochenende gehabt, wo ich jetzt man jetzt so ein Rundumpaket hat. Also wo man wirklich Freitag abends oder nachts, es geht ja um 1 Uhr los, also nicht Freitag, sondern Samstag um 1 Uhr los und dann so richtig auch am Tag zwischendurch natürlich hardcore durchspielen, durchzocken und dann auch richtig was unternehmen, also Freunde einladen, mit denen zusammenspielen, dann oder mit dem Kalender, aber am besten ist es natürlich im Team, so richtig eine LAN-Party Wochenende, egal, mäßig. Und dann mit Fingerfood Snacks und hast du nicht gesehen. Das wäre vielleicht mal ein Aufruf an Leute, die mich persönlich kennen oder so. Und dass das vielleicht mal so ein Thema wäre, wenn es Splatfest ist, dass so ein richtiges Event draußen zu machen. Und oder Leute über Discord oder wie auch immer so eine Gruppe mal zu machen, so eine Splatoon-Gruppe. Und dann die Splatfest-Wochenende gemeinsam dann bestreiten. Das wäre mal eine richtig coole Sache. Ich bekomme hin und wieder auf der Switch Freundschaftsanfragen, obwohl ich schon ewig lange meinen Code nicht mehr geteilt habe. Ich weiß gar nicht, wo der noch unterwegs ist. Mein Freundescode, wo der noch unterwegs ist. Keine Ahnung, warum ich da immer noch Freundschaftsanfragen bekomme. Aber es sind alles Leute, wo Splatoon spielen. Also, wie gesagt, man kann über die Switch nicht, oder das ist auch gut so, nicht richtig Kontakt aufnehmen mit Leuten, sondern wie gesagt, nur hier über die sozialen Netzwerke. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik oder ja, das ist jetzt noch nicht so richtig in Planung oder noch nicht richtig ausgefallen. Ja, hier, Team Blau hat gewonnen. Das sei schlau, Spiel Blau. ist jetzt so ein bisschen nicht so gut gelaufen. Hier das erste Spiel. Ah, was heißt nicht so gut gelaufen? Ich habe schon richtig gut eingesplattet. Aber das war jetzt nur zum Aufwärmen. Und um nochmal die Jacke, die coole Jacke zu präsentieren. Jetzt geht es nämlich an den Auswahlstand. Ja, zum Thema Community oder so eine Splatoon-Community hier auf die Beine zu stellen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch so etwas interessiert und ob ihr Vorschläge habt, wie man das am besten auf die Beine stellt. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, genieße die Zeit mit Freunden, Familie oder entspanne mich alleine. Ich erhole und entspanne mich. Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe ja schon gesagt, alles drei kommt für mich in Frage und deswegen wähle ich anhand der Farbe und die ist natürlich, wie soll es anders sein, blau. Weil wenn es mal die Gelegenheit gibt, mit blau zu splatten an einem Splatfest, dann will ich blau.
Und das Splatfest ziehe ich mir natürlich. Das Splatfest-Shirt ziehe ich natürlich sofort an. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an so einer Community, an so einer Splatoon-Gruppe interessiert wärt. Und wie das dann aussieht, dass man da natürlich gemeinsam spielt. Sich über Discord oder, ja gut, über Discord, mir fällt jetzt kein anderes Medium ein, sich dann während dem Spiel, während dem Zocken unterhält, dass das vielleicht auch für Videos aufgezeichnet wird oder dass man dann irgendwie natürlich für Splatfest so sowas unternimmt. Das, ob ihr in so etwas interessiert seid, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls da jetzt nichts kommt oder dass das Interesse nicht, das nicht so groß ist oder dafür jetzt nicht da wäre, das wäre natürlich auch nicht schlimm. Aber ich fände es schon cool, weil, wie gesagt, alleine spielen, alleine, ist schon so ein bisschen mäh. Das ist ja auch der Grund, warum ich Videos mache. Ich mache die Videos ja jetzt nicht, um hier jetzt reich zu werden und irgendwie da groß die Reichweite zu bekommen. Das wäre natürlich ganz toll. Das ist natürlich, das will man, das wäre immer toll. Aber ich habe ja schon, ich habe vor Urzeiten, habe ich das schon mal begründet. Ich erzähle es gerne nochmal. Ich finde es eben schade, es gibt so viele schöne Spiele und ich finde es schade, dass die dann so in der Bedeutungslosigkeit der Erinnerung verloren gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich zeichne die Spiele auf, ich kommentiere sie ein bisschen, mache da so ein bisschen was draus, hobbymäßig, und teile die dann. Ja, beim letzten Mal, das ist beim letzten Splatfest, glaube ich, sogar passiert, hat sich der Spind vergrößert. Das heißt, ich werde in den nächsten Videos vielleicht, was heißt vielleicht, werde ich zeigen, den Spind ein bisschen einräumen. So, oh, gelb, auch ziemlich cool. Ja, die Farbe vom Helm verändert sich mit der Splatfarbe und hier ist jetzt gelb. Das ist ein richtig cooler Kontrast, also das gefällt mir richtig gut. Gelb, blau und dann diese knallroten Schuhe. Das ist richtig, richtig toll. Also ich sehe so ein bisschen wie Sonic aus, ja. Oh, ja. Und ja, ihr könnt euch ruhig, ich glaube, ich sage es sehr oft, schreibt mal in die Kommentare, aber das ist wirklich so. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Spielt ihr lieber alleine oder auch lieber gern mit anderen zusammen? Quatscht ihr über so belanglose Themen während dem Zocken oder über das Spiel selbst? Seid ihr da eher konzentriert oder eher so ein bisschen chillig drauf, wie man so schön sagt? Würde mich interessieren. Ich bin ganz ehrlich, in den letzten Splatfesten, so Pierrotsch hat es weggesplattet, habe ich bei den Splatfest das sehr genossen, in Anführungszeichen alleine zu spielen. Weil ich bin, manchmal habe ich über Discord mit Leuten oder mit jemandem unterhalten während dem Spielen und das ist, ich bin ganz ehrlich, das ist schon mega stressig. Also das war schon mega stressig. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich das jetzt nicht mehr machen möchte. Aber ich habe das letzte Splatfest, also jetzt dieses hier, schon sehr genossen, mal wirklich alleine zu spielen. Liegt vielleicht an der Jahreszeit, vielleicht am Wetter, wenn man da nicht so in die Gänge kommt und dann wird, bin ich müde und will eher als wieder ein bisschen alleine spielen. Das hat mir aber ehrlich gesagt ganz gut getan. Ist nicht so gut für die Konzentration immer. Na, kriege ich den noch? Ja, ich kriege ihn noch, aber er kriegt mich auch. Weg, blubbert. Blub, blub. Ah, ne, es war der Feind, ist besser. Ja, also wie gesagt, Splatfest gerne mal so als richtiges Event. Weil, wenn es Leute gibt, die bei Fußball oder bei American Football oder was es auch immer gerade gibt, da gibt es auch richtige. Da wird ja auch das richtig als Event gefeiert. Da werden Leute eingeladen, da kommt man zusammen. Dann gibt es da was zu essen. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Und ich sehe das hier auch als Sport an. Das ist E-Sport, aber es ist ja auch ein Sport. Und es ist eigentlich der coolste Sport der Welt, ja, als Splatoon. Ist und bleibt bis jetzt mein absolutes Lieblingsspiel.
Und es gibt immer wieder Momente, wo man sich natürlich von der Seite. Ich bin ganz ehrlich, das Beste sind wirklich das Stressigste. Also da habe ich das Gefühl, die Leute geben wirklich alles. Das werdet ihr auch in kommenden Videos sehen. Bei den 10er oder sogar 100er Kämpfen, es wird sich wirklich gar nichts mehr geschenkt. Also es ist wirklich heftig. So, das war's. Jetzt bin ich gespannt. Win oder lose? Ich habe gar nicht richtig aufgepasst. Oh, das könnte knapp werden. Jetzt sind ja wir gelb und der Gegner... Ja. Wir waren ja vorhin auch gelb. Wir haben ja vorhin schon gegen blau verloren. Ha! Also, zweimal gegen blau verloren. Gegen Stenker oder Stecker. Erinnert mich ein bisschen an Schenker. Ja. Jetzt, wer ist Schenker oder wer war Schenker? Die Figur, hinter die von William Shatner synchronisiert wurde. In einem Film, der mich für diese Figur, die ich hier spiele, inspiriert hat. So, ja, wir gehen nochmal in eine Runde. Jetzt gucken wir nochmal die Spinde an. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber man sieht die Namen der Spind-Eigentümer nicht mehr. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Aus Datenschutzgründen ist da vielleicht irgendein Gesetz, wo jetzt dann auch heißt, dass man hier jetzt auch, oder wegen Kontakt, dass man mit den Leuten, wie will man da Kontakt aufnehmen? Es ist so ein bisschen komisch. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es Datenschutzgründe hat. Aus ästhetischen Gründen. Ach, das mag keine Ahnung. Finde ich ein bisschen schade, weil man sieht ja jetzt auch von seinen Mitspielern hier die Nicknames, und es sind ja Nicknames. Also, dass sie zum Beispiel auf dem Inkoboris-Platz verboten haben, dass man Kontaktdaten irgendwie über dieses Postding da von sich gibt. Das war mal sehr beliebt bei Splatoon 2, vielleicht sogar bei Splatoon 1, das weiß ich jetzt nicht, da war ich nicht so dabei, dass man es in seine Nachricht praktisch geschrieben hat, Selfie, und dann so ein Ad und dann den Namen von Twitter zum Beispiel, oder von Instagram, weil das ist schon ziemlich interessant, seinen Inkling-Charakter aus der Sicht von jemand anderem zu sehen. Und dann ein Selfie mit einem Inkling-Charakter auf dem Publikumsplatz und das dann teilen. Ich persönlich fand das schon ziemlich cool, aber natürlich kann ich es verstehen. Also ich habe das auch mal gemacht und habe dann eins auf die Mütze bekommen. Also ich habe jetzt keinen Bann gekriegt oder so, sondern so eine Verwarnung von Nintendo, dass das nicht erlaubt wäre. Weil, ist ja klar verständlich, also da kann ja alles Mögliche dann hinter dieser Webseite oder hinter dieser Twitter-Adresse oder wie auch immer stecken. Also es gibt ja auch Leute, die haben keine guten Absichten. Das weiß man ja. Oder es ist Spam oder es ist Scam oder weiß der Kuckuck was. Deswegen kann ich das schon verstehen. Was ich aber wirklich faszinierend finde, ist, dass ja bei diesen Nachrichten, die man da sich ja so reingeschrieben hat immer, dass das ja eigentlich Zeichnungen waren. Also es ist ja eigentlich gezeichnet. Und dass da Software, KI oder was auch immer da wirklich erkannt hat, okay, da hat jetzt jemand eine Internetadresse oder eine Twitter-Nachricht hingeschrieben, so ein Twitter-Account-Name hingeschrieben, das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Die Alternative ist natürlich, dass da wirklich lebendige Menschen das immer kontrolliert haben, oder wenn man gemeldet wurde, das kann natürlich auch sein. Aber das war, also wie gesagt, diese Regel finde ich sehr hilfreich. Und wie gründet man oder wie macht man so eine Gruppe, wie macht man so eine Splatoon-Gruppe? Eine Möglichkeit ist natürlich, boah, gleich zwei wird gesplattet und jetzt bin ich selber weg. Jay! Sorry Jay, aber du hast mich auch gesplattet. Ist dazu natürlich zum Beispiel, dass man auf Facebook entweder eine schon bestehende Gruppe in eine bestehende Gruppe reingeht und natürlich, wenn es mit den Gruppenregeln vereinbar ist, dann fragt, hat jemand Interesse, eine Gruppe zu gründen, und dann ein Interesse oder irgendwie was, eine Telegram-Gruppe oder so oder Discord. Oder man zieht etwas so auf die Beine. So, gleich geht's weiter. Moment. Jetzt gucken wir nämlich erst
wer gewonnen hat. Ah, oh, sieht wieder ziemlich knapp aus. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht zum Sieg. Zwar mit einer, naja, nicht gerade Lieblingsfarbe von mir, wenn ich ehrlich bin. Aber die Pose. Es ist wieder die Kipppose. Jawohl. Ja, oder man nutzt, wenn man YouTube-Videos macht, nutzt das hier eben aus. Und wenn ihr sagt, jawohl, Kipp ist mir sympathisch, mit dem will ich Splatoon spielen oder da will ich eine Gruppe gründen, irgendwie mitmachen, dann gerne schreiben. Also wie gesagt, am besten einfach kommentieren. Das hilft auch dem Algorithmus. Hüstel. Und ich bekomme es auch einfach richtig mit. Oder ich werde, wenn die Zeit gekommen ist, vielleicht irgendwie eine Gruppe aufmachen und dann einen Link posten oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Ich richte mich damit natürlich auch an Leute, die mich bereits kennen und mit mir bereits schon gespielt haben. Was haltet ihr davon? Die Fusselzocker, ja. Was haltet ihr davon? Eine reine Splatoon Community-Spielgruppe da aufzumachen, wo sich's dann natürlich auch anbietet, im Real Life, so wie man so schön sagt, Splatoon zu feiern. Das Splatoon feiern! Zur Splatfest-Wochenende, Splatoon feiern, das ist doch ein Wort, oder? Splatoon feiern. Die einen feiern Fußball und Football und wir feiern eben Splatoon. Wobei ich nicht sagen möchte, dass Fußball ich nicht feierwürdig halte. Also finde ich gar nicht. Ja? Also überhaupt nicht. So. Jawohl, die Lieblingsfarbe. Und eine ziemlich interessante Map, die so aussieht wie eine Baustelle in der Wüste. Es sind sehr viele Krane und Kräne. Und ich wollte jetzt gerade sagen, eine meiner Lieblings-Ulti-Waffen, weil die so ultra cool ist. Und ich falle mit dem Krabbenpanzer natürlich rückwärts von der Map runter. Das ist natürlich ärgerlich. Der Krabbenpanzer, neben dem Highhammer, meine Lieblings-Ulti-Waffe, nicht nur, Klammer, wegen der Effektivität, sondern vor allem auch wegen dem ästhetischen, wegen dem Aussehen. Also man hat als Ulti-Waffe hier etwas, wo man drauf sitzt. Und, na, war jetzt das gelegt. Auch so was, ich versuche komischerweise immer wieder die Coolkugel Leute abzuschießen, was aber nicht geht. Und jetzt bin ich auch noch, wobei ich habe die Coolkugel überstanden und dann aber vom Krabbenpanzer runter ist geil. Egal, weiter geht's. Und, jetzt habe ich gedacht, ich springe von der Map runter, aber es war ja dieser... Wie nennt man dieses Ding eigentlich? Ich hab den Namen vergessen. So dieses Glitch-Ding, wo man dann da so... Und da kommt... Oh ja, und da kommen die Splatbots. Ja, die Splatbots. Es den... Hat mich weggesplattet. Es den... Sternchen. So, gleich nähern wir uns der letzten Minute. Ja. Feuern tut mir gut. Das wäre doch mal was, ein Splatoon zu feiern, Splatoon Fest zu feiern. Real Life und natürlich virtuell, so nichts, das wäre Splatoon Party. Ja, also, das würde sich wirklich anfühlen. Richtig cool. Und natürlich weggesplattet. Bestimmte andere Splatoon-YouTuber, die ja permagebannt sind jetzt und so weiter. Ne? Also, man weiß ja, von wem ich vielleicht rede. Das ist schon erstaunlich, gerade im deutschen Gaming-Sektor dann über 50.000 Abo zu schaffen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber da hat man halt auch nie mehr gesehen, immer nur Twitch-Streams und mit der Zeit immer das Gleiche. Damals so ein richtiges Event zu machen, ich meine, hier Trimax und Monte, die machen aus Fortnite und aus Minecraft, also bei Monte weiß ich jetzt gar nicht, aber Trimax hat das gemacht. Da ganze Wochenenden, wo dann da richtig durchgezockt wird und wo man aber auch dann wo auch was gegessen wird und wo man auch richtig feiert und Party macht und Leute einlädt und so weiter und die dann auch dort übernachten und so weiter. Das würde ich mir mal wünschen, so eine in Anführungszeichen LAN-Party, also so wie es so hießen die Partys früher, LAN-Partys, aber mit Splatoon, das wäre doch mal was. Also, ich wäre dabei. Ja, hier gönnen wir den Siegern
Das war, das ist etwas, was ich nicht gut finde, als neu, dass man dann wirklich immer nur die Sieger sieht und nicht die eigenen Leute. Also ich habe das immer gefallen. Das war immer so ein bisschen wie so ein Trostpreis, wenn man dann so, wenn die Inklinger und Octolinger, die wo verloren haben, so sich dann so geärgert haben und so, das hatte ich immer, das hat mir bei Splatoon 1 und auch, ich glaube, 2 hat man es auch gesehen. Ja, doch, bei 2 auch. Ist ja schon ewig lange her, Splatoon 2. Das hat mir immer sehr gut gefallen. So, das war der erste Teil zum Splatfest. Mit wem verbringt ihr eure Festtage? Hier wird schon fleißig aufgebaut oder wurde fleißig aufgebaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich laufe jetzt hier nur ein bisschen durch die Stadt und im zweiten Teil dann die Highlights oder beziehungsweise meine Highlights aus dem Splatfest. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Kipp Supernova over and out.